Okay, im nächsten Teil möchte ich euch beibringen, wie man mit dem T82 STATS eine Regression durchführt und diese richtig dokumentiert. Knapp, aber ausreichend vollständig. Eine Regression, was ist das? Voraussetzungen sind ein paar Messwerte, zum Beispiel wie diese Messreihe, die ich mir allerdings ausgedacht habe, zum Beispiel durch eine direkte Messung in der Physik oder eine Umfrage. Wenn man eine solche Liste von Daten hat, ist das Erste, was man macht, man erstellt ein Diagramm und stellt das Ganze grafisch dar. Naja, und das mache ich jetzt auch einfach mal. Nun wissen wir, welcher Zusammenhang ungefähr zwischen diesen Größen besteht. Und wir suchen nun eine Funktion, deren Funktionsgraph möglichst gut die Lage dieser Punkte beschreibt, wobei berücksichtigen, dass die Punkte nicht unbedingt exakt auf dem Graphen, sondern nur in der Nähe liegen müssen. Es können ja auch Messungenauigkeiten drin enthalten sein. Und um eine solche Ausgleichsfunktion zu finden, setzen wir den Taschenrechner ein. Wir schalten ihn erstmal ein. Auch der Taschenrechner braucht die Daten, das heißt, wir müssen Daten eingeben. Das kennen wir schon über die Listenbefehle, funktioniert über STAT, Edit. Und dann geben wir die Werte ein in die Liste L1, zum Beispiel die X-Werte, also 0, 10 und so weiter. Danach prüfen wir, ob beide Listen gleich lang sind. Das wird später wichtig, denn die beiden Listen enthalten ja die X- und Y-Koordinaten von Punkten. Und wenn die nicht gleich lang sind, dann kann es passieren, wenn ich die Taste Graph drücke und ich habe entsprechendes Plotten eingeschaltet, dass er kein Graph malt, sondern eine Fehlermeldung anzeigt, dem Mismatch Error. Nun wollen wir als nächstes, dass der Taschenrechner die Punkte, die zu diesen Listen gehören, auch anzeichnet. Das geschieht mit STAT Plot, also Statistiken plotten und darstellen, unter Second Y gleich. Second Y gleich erscheint ein Menü, wo der Hinweis, dass es drei mögliche Plots gibt, die im Moment alle ausgeschaltet sind, was übrigens auch mit viertens wieder machen kann. Und ich schalte einfach mal den ersten ein. So, der Typ ist hier Einzelpunktdarstellung, prima. Er fragt, in welcher Liste die X-Werte stehen, bietet an Liste 1, das passt. Y-Werte in Liste 2, passt auch. Und wie soll er die Punkte darstellen, als kleinen Kreis, als Kreuz oder als Punkt, das ist Geschmackssache. Und was aber wichtig ist, ist das Koordinatensystem richtig einzustellen. Wenn wir die Punkte selber schon gezeichnet haben, dann haben wir eine gute Vorstellung davon, wie das Koordinatensystem aussehen muss. Die X-Achse, unter Window geht das, geht von 0 bis, sagen wir mal, 60. Dann fragt er noch mit X-Scale, in welchem Abstand die Strichelchen hier zu setzen sind. Da sind 10er Abstände ganz geeignet. Und das gleiche für Y, von 0 bis 160, würde ich sagen. Und hier machen wir es vielleicht wie auf dem Papier, die Abstände in 20er Schritten. So, und wenn ich jetzt auf Graph tippe, dann sehe ich die Punkte dort entsprechend dargestellt. Es ist übrigens möglich, dass hier auch noch Funktionsgraphen zu sehen sind, wenn ich vergessen habe, die unter Y gleich vorher zu deaktivieren oder zu löschen, so wie hier geschehen. Jetzt hat der Taschenrechner alle Daten, nun soll er auch eine Ausgleichsfunktion bestimmen. Und jetzt kommen wir ins Spiel, denn wir müssen entscheiden, von welcher Bauart diese Ausgleichsfunktion sein soll. Das Ganze geschieht unter wieder Statistiken, aber diesmal wird nicht editiert, sondern gerechnet, deswegen hier auf Calculate. Und dann geht das hier los ab Nummer 4, LINREG. Ausgleichskurven oder Ausgleichsgraden heißen Regression. Da bietet er an eine gerade oder eine quadratische Funktion oder eine kubische oder eine hoch 4 Funktion oder wieder eine gerade, warum auch immer. Das ist das Geheimnis von Texas Instruments. Dann eine logarithmische, eine exponentielle und eine Potenzfunktion und eine logistische. Wir müssen jetzt die Entscheidung treffen, welche dieser Funktionen geeignet erscheint. Die Punkte hier liegen eindeutig links gekrümmt, deswegen würde ich mal linear ausschließen. Versuchen wir es vielleicht mal zunächst mit einer quadratischen. Das heißt, der Graph ist dann eine Parabel. Quadrec, Enter. Jetzt möchte ich gerne wissen, in welcher Liste die x-Werte stehen. Das ist die Liste L1, also Second 1. Das gleiche für die y-Werte, Liste 2. Und nun gibt es noch einen ganz prima Trick. Wenn ich nur noch eine Funktion eingebe, und das geht unter Komma, Variables, also Vars, dann gehe ich einmal nach rechts auf y-Vars, Funktion und y1.
und den Befehl so eingebe, dann berechnet er eine Ausgleichsfunktion und trägt die freundlicherweise auch gleich in Y1 ein. Wir drücken Enter und sehen, was passiert. Es dauert kurz und er hat eine Lösung mit sehr vielen Nachkommastellen angegeben. Unter Y gleich sehen wir, was ich gerade gesagt habe, die Funktion ist freundlicherweise auch gleich eingetragen mit all diesen Nachkommastellen, die er so anzeigen kann. Ja, und dann schauen wir uns doch mal den Graphen dazu an. Jetzt sind wir daran zu entscheiden, passt dieser Graph zu der Lage der Punkte? Und ich denke, hier wird mir jeder zustimmen, wenn ich sage, nein, der passt hier nicht. Suchen wir also einen anderen linksgekrümmten Graphen. Ich gehe wieder auf Statistics, Calculate und jetzt schauen wir mal linear, quadratisch, kubisch hoch 4. Vielleicht ist es auch eine exponentiell abnehmende Funktion auszuwählen mit Xbreak. Also das gleiche Spiel nochmal mit Xbreak. Xbreak, Liste 1, Liste 2 und die Funktion, wo das Ganze eingetragen werden soll. Feuer frei und da kommt die nächste Lösung. Hat er wieder in Funktion 1 überschrieben und wir schauen uns nochmal den Graphen an. Ja, das sieht doch gut aus. Es scheint so, als hätten wir jetzt eine Lösung gefunden, die akzeptabel ist. Nun müssen wir unser Vorgehen dokumentieren. Zunächst zeichnen wir die Ausgleichskurve ein bisschen frei von Hand, so wie der Taschenrechner sie anzeigt, auch in unser Diagramm mit ein. Wir dokumentieren nun unser Vorgehen, dafür ziehe ich das Blatt mal ein bisschen nach oben. Upsa. So. Was haben wir gemacht? Zunächst haben wir die Daten eingegeben in den Taschenrechner, also unter Stat, Edit, Liste 1 enthält die Werte von 0 bis 50. Können wir auch mit 3 Punkten ein bisschen abkürzen. Liste 2 enthält die Y-Werte, also 148, 62 und so weiter. Dass wir dann die Punkte auf dem Bildschirm auch mit Statplot betrachtet haben, brauchen uns erstmal nicht weiter interessieren. Wir haben sie ja hier auch gezeichnet. Wir haben nun eine Ausgleichsfunktion berechnet. Dabei haben wir berücksichtigt, es sollte ein linksgekrümmter Graph sein. Das heißt also, zum Beispiel da die Punkte auf einem linksgekrümmten Graphen liegen, probiere ich eine Regression mit einer exponentiellen Funktion. Wenn wir ehrlich sind, können wir natürlich auch unseren Fehlversuch mit der quadratischen Regression eintragen. Aber das muss gar nicht unbedingt sein. Das heißt, wir wählen also jetzt den richtigen Befehl aus Stat Calculate. Und zwar Xbreak. Dann wieder Liste 1, Liste 2 eintragen in Funktion 1. Und das ergibt die Lösungsfunktion, die wir jetzt abschreiben, vielleicht die Werte dabei ein bisschen runden. Y1 gleich 142,27 mal 0,916. Taschenrechner schreibt x, unsere x-Werte sind allerdings t-Werte, deswegen nehme ich hier hoch t. Zu guter Letzt müssen wir noch unsere Lösung bewerten. Das heißt also, wir müssen dazu was sagen, ob der Graph und die Punkte gut zusammenpassen. Und das ist hier exzellent der Fall. Das halten wir nur noch kurz fest. Graph und Punktwolke. Ich nehme ausgezeichnet. So, fertig. Ich fasse nochmal zusammen. Was gehört alles zu einer Regression? Ich stelle die Daten in einem Koordinatensystem dar. In der Physik vor allen Dingen achte ich darauf, dass die Achsen dabei korrekt beschriftet sind. Dann gebe ich das Ganze in den Taschenrechner ein, prüfe, ob die Lage der Daten auf dem Taschenrechnerbildschirm genauso ist wie die Daten auf dem Papier.
dann entscheide ich mich für eine spezielle Regressionsfunktion. Eventuell muss ich mehrfach ausprobieren.